Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Hearthstone. Als allererstes möchte ich mich mal entschuldigen. Irgendwie klingt bei Hearthstone meine Stimme ganz anders als bei den anderen Projekten. Irgendwie nicht so klar wie zum Beispiel bei Overwatch. Also habe ich das Gefühl. Wenn mich mein Gefühl täuscht, könnt ihr mir das ruhig sagen. Aber ich glaube, meine Stimme ist nicht so. Es ist wie ein kleines bisschen ein Hall dahinter. Keine Ahnung warum. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt heute trotzdem spielen. Ihr seht, ich hab, bin wieder Rang 15 mit 0 Sternen. Ich hatte, ja, die letzten Tage keine Ahnung, was los war. Ich habe nur verloren. Nur verloren. Ich konnte spielen, was ich wollte. Ich bin jedes Mal in einen Counter reingelaufen. Und ja. Wir spielen heute einfach mal den klassischen, also klassisch ist von der letzten Expansion, den Jade Druid. Ein wirklich sehr, sehr starkes Game in dieser Meta. Man hat zwar im Moment sehr viel Aggro-Decks unterwegs, jedoch kann man, je nachdem wie die Starthand ist, gegen diese Aggro-Decks sehr gut bestehen. Jetzt haben wir natürlich gerade ein schwieriges Matchup, den Rogue. Da habe ich lediglich eine 25% Winrate. Ich sehe das, weil ich habe den Hearthstone Deck Tracker noch offen. Ihr seht, ich spiele das mit Yogg-Saron. Ich finde, der gehört bei mir einfach ins Deck rein, wenn ich Druide spiele. Und das ist natürlich die schlechteste Starthand, die man sich wünschen konnte. Das ist die schlechteste Starthand, die man sich wünschen konnte. Naja, was ist eigentlich anders im Gegensatz zu vorherigen Jade Druid Deck? Man hat Earthen Scales drin. Diese Karte gibt einem Minion plus 1 und man bekommt so viel Rüstung, wie dann der Angriff dieses Minions beträgt. Also ist eine sehr gute Mischung mit dem Ancient of War, da kann man statt die plus 5 Health. Kann man plus 5 Attack nehmen und bekommt man eigentlich für einen Mana 11 Rüstung. So. Also, wie ihr seht, er spielt nicht Miracle, er spielt den Quest Rogue. Das heißt, ich muss mir schnell eine gute Basis aufbauen. Die Jades so schnell wie möglich aufbauen. Dann ist gerade gut, habe ich jetzt hier gleich mal Wild Growth und Jade Blossom getopdeckt. Dann kann ich im nächsten Zug schon mal den Jade Behemoth machen. Gut, er wird nichts machen. Also vielleicht einen Shadow Step. Mal schauen, von wo er die Karte nimmt. Ne, es kommt kein Shadow Step. Okay. Dann beseitigen wir diesen Minion auf jeden Fall. Da traden wir rein, damit er den schon mal für die Quest nicht mehr hat. Ich könnte jetzt auch ein Risky Play machen und Fandral spielen und im nächsten Zug Ancient of War. Dann hätte ich einen 10-10 mit Taunt auf dem Feld. Weil er wird sehr wahrscheinlich kein Eviscerate spielen. Sehr wahrscheinlich kein Zap spielen. Assassinate sowieso nicht. Ich könnte dieses Risky Play wagen und dann könnte ich eigentlich nachher einen richtig fetten Minion aufs Board hauen. Oder halt, ich gehe auf Nummer sicher, mache mir einen 2-2 Jade Golem und hab dafür auch noch einen Taunt auf dem Feld mit 3-6. Ich mache das Greedy Play. Das müssen wir jetzt einfach probieren, weil sag ich jetzt mal, der klassische Quest Rogue in dieser Expansion, der spielt eigentlich kein Removal mehr. Man kann vielleicht spielen, also gewisse spielen mit Eviscerates, gewisse nicht. Ich zum Beispiel spiele es nicht, weil es ist einfach zu langsam, weil du willst ja Board Presence machen und das bekommst du nicht mit Eviscerate. Du willst ja so schnell wie möglich deine 5-5er aufs Feld kloppen und da hilft dir halt Eviscerate überhaupt nicht. Seht ihr? Ja, Swashburger und jetzt fängt er dann an.
mit seinen, ja, wie sag ich's, mit den Karten, die halt sein. Er spielte Viscerate, ich glaub's nicht! Er spielte Viscerate. Er spielt tatsächlich Eviscerate. Wow. Jetzt kommt der Gadgets in Fury Man oder der Yarstle Brewmaster. Zurück auf die Hand mit dem Swashburgler. Finde ich eine sehr coole Variante, die Quest mit dem Swashburgler. Ja, seht ihr, jetzt hätte das funktioniert, hätte ich im nächsten Zug verdammt nochmal 11 Armor bekommen, dank dem Ancient of War. Ach Gott. Ja, jetzt mache ich das mit den Jades halt. Ja, das ist natürlich alles andere als schön. Wenn jetzt der überlebt, mache ich dem 5 Attack. Gebe ich ihm Arden Scales. Oder noch besser. Nee, ich mache ihm dann die 5 Health und Taunt. Gebe ihm dann die plus 1, plus 1. Und dann hat er 11 Life. Ich bekomme 6 Rüstung. Und wenn er dann die Quest fertig hat, dann braucht er eigentlich 3 Minions, um den wegzumachen. Müsste eigentlich 3 Minions reintraden, wenn ich ihn auf 11 Leben mache. Wenn ich ihm jetzt 5 Angriff gebe und Earthen Scales, braucht er nur 2 Minions, um ihn wegzutraden. Statt 3. Oder halt ein Spell, wenn er ja schon eine Viscerate spielt. Oder halt ein Backstab. Okay. Jetzt hat er schon mal 3 Swashburglers, wenn er den nächsten setzt. Da kommt das zweite Viscerate. Yippee-yay. Jesus Christ. Okay. Ah ja. Natürlich auch eine Möglichkeit, aber. Na ah ja, bringt es mir jetzt nicht, weil ich das Wrath auch nicht benutzen kann. Na, wie soll ich das denn machen? Also im nächsten Zug wird er definitiv die Quest fertig machen. Der wird 100% mindestens einen Shadow Step auf der Hand haben und einen Gadget sein Fury Man, damit er seinen Scheißdreck zurück auf die Hand nehmen kann. Die Quest fertig. Eine Prep wird er, so wie die Schurken Cardluck haben, sowieso auch haben, damit er für die Quest nur 2 Mana bezahlen muss. Dann ist wahrscheinlich die beste Variante halt trotzdem der Ancient of War mit Earthen Scales und den traden. Dass er so wenig Board wie möglich hat. Und ich bekomme noch ein bisschen Rüstung bzw. Leben. Je mehr Leben, desto besser. Dann im nächsten Zug könnte ich die Aya wagen. Gut, es kommt natürlich auch drauf an, was ich ziehe. Talnos, okay. Interessant. Okay, er spielt die Wild Teacher Variante. Okay. Okay. Interessant. Dann mache ich das einfach so. Einmal Wrath. Gibt's noch einen schönen Card Draw und Swipe. Und ja, warum nicht? Bisschen mehr Angriff und mehr Rüstung ist immer gut. Ja, jetzt brauche ich zwar ganz dringend Nourish, ganz dringend. Ich habe erst 6 Spells benutzt, also ein Yogg-Saron wird mir hier auch nicht weiterhelfen. Ja, jetzt hat er die Quest. Der wird sicher ein Prep auf der Hand haben. Interessant. Ich dachte, er hat den hier schon zweimal gespielt. Ah, er hat so. Ah, er hat ihn vom Mimic Pot bekommen. Ja. So, Prep, wie angekündigt. Wie hat jeder Schurke auf der Hand, wenn die Quest fertig ist?
OP und so, oder? So, also. Ein Burgly Bully bringt mir natürlich überhaupt nichts. Gegen einen Schurken. Aber ich brauche Ball Presence, also mache ich's. Ja, ich denke, jetzt ab diesem Zeitpunkt ist das Spiel eigentlich verloren. Ich meine, sobald der Schurke, der Quest-Schurke, seine Quest fertig hat und ein Board aufbauen kann, kannst du noch so ein großes Board haben. Du kannst das übelste Taunt Warrior Lineup hier haben. Der wird dich ficken. Dann kommt ein Vanish oder so. Und dann ist Ende Gelände. So, jetzt tradet er den hier rein. Muss ihn zwar opfern, aber ja, da kommen halt die vielen Charges. Ja, Power of the Wild gibt's auch noch. Wahrscheinlich mit dem Panther, den er da. Ne, okay. Ich hätte jetzt einen Panther gemacht, da hättest du noch mehr Ball Presence gehabt. Ich meine, die plus 1, plus 1. Wenn du sowieso schon 5-5 hast, scheiß auf die. So. Na gut, er hat es euch gemacht, damit ich nicht reintraden kann. Ach, Yogg-Saron. Wo bist du? Ich muss die jetzt alle wegtraden. Ich meine, ich könnte Face gehen, aber dann werde ich gefickt. Ich muss irgendwie durchhalten, bis ich einen Yogg-Saron bekomme. Und der muss mir dann das Spiel irgendwie retten. Aber ich denke nicht, dass Yogg-Saron sogar ein Spiel retten kann. Das bezweifle ich wirklich schwer. Bei der Fakt, dass er jetzt Fan of Knives machen muss. Und auch ein Shadow Step auf die Olle. Ah gut, das macht er, damit ich sie nicht töte. Aber er sucht seine Minions irgendwie, habe ich das Gefühl. Oder täusche ich mich? Ich meine, das werden wahrscheinlich hauptsächlich Druiden-Spells in der Hand sein da. Ich habe leider die Funktion vom Hearthstone Deck Tracker nicht eingeschaltet, welche Karten hier diese sind, die er vom Swashburglar bekommen hat. Ich meine, er hat ja erst die Power of the Wild. Okay, das ist die zweite. Ja, warum nicht? Nourish. Er hat 20 Damage auf dem Board. Ich kann es auf 15 reduzieren. Ich habe 33 Life sozusagen. Okay. Okay. Ein Feral Rage ist schon mal gut. Und ein Jade Idol ist auch nicht schlecht. Dann mache ich noch Hero Power, damit ich zwei Golems reintraden kann. Dann hat er nur noch 10 Damage auf dem Feld und ich habe 37 Life und einen 6-6er. Nach 13 Karten. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ klein, dass ich Yogg-Saron ziehe. Das wäre ein richtig geiler Yogg-Saron. Ich habe schon 11 Spells benutzt in diesem Spiel. Oh Gott, er hat einen zweiten. Ich finde diese Questrow-Variante mit dem Violet Teacher finde ich ehrlich gesagt nicht so gut. Ich meine, klar, später im also sie kann relativ gut abgehen, wenn du die Spells aufbewahrst. Aber er hat ja die meisten Spells, die ein Questrow gespielt, hat er ja schon gespielt. Ah, da ist wieder ein Wrath. Glaube ich ja nicht. Also ich mach sicher mal den weg. Holen wir uns einen Card Draw. Swipe! Ja, das ist nicht schlecht. Kann ich den gleich wegmachen? Dann machen wir einen Jade Spirit. Jetzt hat er in Anführungsschlusszeichen nur 15 Damage. Yogg-Saron, please! Oder Nourish into Feral Rage und Jade Blossoms oder Jade Idols, was auch. Okay, kommt da noch Wild Growth. Ich habe noch zwei Gadgets in Auctioneers im Deck. Das wäre jetzt natürlich sehr. Also, wenn ich jetzt den Gadgets in Auctioneer ziehe, dann kann ich conceden. Weil er bringt mir.
der jetzigen Verfassung gar nichts. Das zweite Nurisch wäre jetzt wirklich auch nicht schön. Er ist auf 12 Leben. Bitte, Yogg-Saron, ich liebe dich doch so sehr. Hilf mir. Beim nächsten Zug ist vorbei. Jetzt macht er nochmal zwei Minions. Er hat keine Minions mehr auf der Hand, aber er zieht irgendwie immer das, was er braucht. Nourish. Ich hoffe einfach, er hat jetzt keinen. Oh Gott. Ancient of War. Innervate. Ja, Innervate into Ancient of War. Da müssen wir jetzt auch face gehen. Ja, ich hoffe jetzt einfach, er hat keine Minions mehr mit Ansturm. Das wäre natürlich die Hölle. Aber er hat sicher noch einen South Sea Deckhand im Deck. Weil er hat erst einen benutzt und Stone. What the fuck? Oh, ja, da haben wir den South Sea Deckhand und der Stone to Spore wird jetzt auch kommen. Okay, mal. Hä, was der alles mit dem Swashbuckler bekommen hat. Wenn ich Swashbuckler spiele, bekomme ich so scheiß Drecks Ein-Mana-Karten, die ich nicht brauchen kann. So, jetzt. Bitte. Hier sieben Karten. Yogg-Saron. Bitte, bitte, bitte. Ja. Kann ich conceden. 20 Damage hat er auf dem Feld. Oh, Yogg-Saron. Wenn ich dich brauche, kommst du nicht. Wenn ich dich nicht brauche, bist du auf der Starthand. Oh. Sehr, sehr bitter. Aber ihr habt es eigentlich gesehen, das Jade Druid Deck, das kann auch sehr gut gegen einen Quest Rogue durchhalten. Viele Decks können das ja nicht. Ich meine, lediglich andere Late Game Decks wie der Silent Priest, also der Silence Priest oder wie gesagt der Jade Druid, vielleicht ein Buff oder Paladin. Oder halt, ja, der Quest Warrior, die können eigentlich gut durchhalten gegen einen Quest Rogue, natürlich auch der Elemental Schamane. Mage sowieso, der kann gegen alles durchhalten, wenn er richtig gut sieht. Ja, bitteres Spiel, das war's für heute, meine Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch noch. Tschüss.